willkommen zur ersten Folge in unserem Projekt von 0 auf 100. Wir werden heute erstmal Sandsäcke schleppen. Kleiner Scherz. Mit dabei ist der Marvin. Hallo. Guten Morgen. Unser Projekt ist ein Challenge-Projekt. Und wir starten mit einem Auto und einer Kettensäge und haben mit der Bank ein Waldstück gekauft, haben Lohnunternehmerstatus gegeben und dann können wir einfach hinfahren und die Bäume fällen und dann die am Sägewerk verkaufen. Auf los geht's los. 3, 2, 1, los. Schreibt gerne Mod-Vorschläge in die Kommentare, ob wir zum Beispiel Seasons mit draufnehmen sollen oder nicht. Und zum Beispiel manueller Tench oder so in der Art. Schreibt auch gerne Tipps und Tricks in die Kommentare. Und wenn ihr Kritik habt, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare. So. Dann fahren wir mal zu unserem Wald, beziehungsweise dem Wald, den uns die Bank gegeben hat. falsch. Falscher Weg. So. Also Marvin, ja. Du kannst gerne schon deinen Plan erzählen, was du so vorhast. Denn die Zuschauer wollen das wissen. Bloß weil du eh verlierst, brauche ich es trotzdem nicht erzählen. Ach so, ich verliere natürlich. Ich und verlieren, das funktioniert. Der Ältere gibt halt immer. Gibt halt nicht nach. Ach so. Also ich. Wir fangen jetzt halt da nicht an. Wegen 2 Stunden. Ja, du bist eigentlich älter. Ja, 2 Stunden, Alter. Was ist denn? Nichts. Du kannst natürlich auch deine Pläne erzählen. Natürlich. Zuerst kaufe ich mir dies und das, dann dies und das und dann das und dies. Ich habe ein ernstes Problem. Und was? Der Fürst, der Helmut, der hat mich im Baum, im Fluss eine gekickt. Zum Glück hat das Auto Allrad. Tja. Und kommt nicht mehr aus dem Fluss aus. Die Fahrkünste nicht vorhanden. Mehr als bei dir. Ja, genau, auf jeden Fall nicht. So, wir sind jetzt dann gleich am Wald angelangt. So. Wir haben ausgemacht, dass wir
zumindest ich hier anfange und Marvin da oder so. Ich bin wo ganz anders. Ist ja auch gut, da kommen wir uns nicht in die Quere. Also ich gebe mal einen Hinweis, wenn einer von euch in den Kommentaren Kommentaren ein guter Modder ist, wir suchen einen, der was uns hier und da mal was ummodden könnte. Genau. Also ihr müsst uns keine Fahrzeuge bauen, sondern labert der einfach eine, wo über schön redet. Bei diesen Holzstücken muss man immer das Zeug sehr klein halten, sonst kann man die nicht nehmen. Wir müssen einen Förster, einen Förster Günther Bescheid sagen, dass der mal den einen Baum von seinem Waldgrundstück wegmachen soll. Ja. Bei den hat. Der ist einfach kaputt gegangen. Das Falsche unten ist gut abgeschnitten. Jetzt muss er bloß noch schlechter abmachen. So. Man schneidet. So, Marvin, erzähl doch mal über deinen Tag. Soll ich wirklich erzählen? Ja. Zu viel. Man. Ich sag bloß Man und Man. Und weißt du, was wir noch gemacht haben? Gemäht. Ach so, okay. Nach der Mittagspause haben wir gemäht und dann haben wir noch ein bisschen Straßen angeschaut, live, ob kein Dreck da ist. Ah ja. Und bei dir? Doch. Bisschen Bretter genagelt. Und da. Und dann haben wir Bretter genagelt hier und da. Mal wieder Bretter abgeschnitten hier und da. Und so weiter. Ich hör's, dass bei dir auch sehr einseitig ist. Müsste man das noch mal ein bisschen
Räumen. So. Muss noch Baum hin. Ja. Und Marvin, hast du schon Geld verdient? Ich habe mich festgefahren. Jawohl. Aber gerade da wird er freigefahren. Ach so, gibt's das überhaupt? Ja, wir haben ein. Ich habe ein rotes Wunder. Aber man nennt es auch Plunder. Ich kenne da einen, der was rot sehr mag. Rot ist der Tod. Und rote Fänger. Blöde Holz. Es ist doch wunderschön, Holz zu machen. Ne? Jetzt gerade für mich nicht. Ach. Wenn man dann 10.000 Euro am Konto stehen hat, weil man gut ist. Ach, fahr mal los. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Sonst werfen wir noch um. Wenn die nicht umwerfen, was ist denn das? Ja, ich auch nicht. Wahrscheinlich genauso. Du kennst es genauso wenig wie ich. Genau, umwerfen. Also wirklich, wer wirft denn bitte um? Ich mach irgendwie so ein rotes Wunder vor. Wow! Nichts gegen rote Wunder vor. Oh Mann. Wir haben so ein paar Regeln aufgestellt. Ihr könnt gerne welche in die Kommentare hinzufügen. Marvin, sag doch mal ein paar Regeln. Man darf vom Nachbarn einen Baum nicht klauen, aber das geht ja jetzt eh nicht. Also haben wir schon mal eine Regel, die was. Was eigentlich? Man darf, bevor man irgendein Land kaufen will, muss man sich erst einen Hof kaufen. Und mieten darf man nicht und Kredit nicht. Genau. Über Felder darf man übrigens auch nicht fahren. Dein Beitrag gerade gesehen und bei mir? Ach, dieses blöde Holz. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, wir sind erst neu in diesem Dorf und wir dürfen mal ein bisschen über den grünen Streifen fahren, aber nicht viel. Blödes Holz. Heute. Hättest lieber mal ein Holzmichel angerufen. Man muss halt dazu sagen, wir haben immer mal so ein paar Gäste, die was bei uns eigentlich eben immer mitspielen halt in anderen Projekten. Vielleicht wirst du gerne mal sagen, wie viele wir zurzeit im Team sind. Zurzeit sind wir genau, ich weiß gar nicht. Sieben, ja. Normal acht, aber das ist zurzeit, naja. Genau. Grüße, wenn wenn du das Video anschaust. Geliebter Mango. So, dann fahren wir verkaufen. Ich stelle mir jetzt mal das Tempomat ein, dass ich nicht mehr umwerfen kann.
So immer sachte. Kennst du das Wort überhaupt? Ich hoffe ja, du kennst es. Sag dir jetzt mal nichts dazu. So, dann geben wir Gas, dass wir in dieser Folge noch schaffen abzuladen. Das werden wir dann schon noch sehen, ob wir es schaffen oder nicht. So. Heute ist es ein bisschen leicht auf den Achsen. Spionage. Ja, morgen. Wir spielen auch nicht so überrealistisch, sondern eher auf wirklich Farming aus. Also Challenge, direkt Challenge. Wenn ihr überrealistisch sehen wollt, dann müssen 100 Daumen nach oben sein. Genau. Also 100 Likes und wir machen ein richtig, richtig realistisches Video, was ihr noch nie gesehen habt. Genau. Wir wissen noch nicht, wie wir es machen, aber wir kommen alle aus, kann man sagen, aus der gleichen, ja, wie sagen wir es, gleichen dort direkt nicht, aber wir wohnen alle aus dem im gleichen Bundesland. Jetzt ist schon wieder so weit weg an. Aber man kennt halt bei uns Landwirtschaft. Genau. Wir sind also in ländlicher Gegend. Ich glaube, das war das perfekte Wort. Also meine Fahrkünste sind heute nicht so gut, verzeiht mir's. Ja, okay, ich sag nix. Ja, und ich sag nie was. Ich wollte gerade sagen, die sind halt nie am Start, aber egal. Ja, bei dir, ich weiß. Wieso bin ich jetzt auf dem Fake? Ich hab ein Problem. Ich bin irgendwie auf einer Wiese draufgekommen, obwohl ich gar nicht draufkommen wollte. Ah, da ist der Ausweg. Aber wir hätten halt so welche Mods mal so eine Fußmatte gemacht, wo unser Name drin steht. So ein Gartour wäre vielleicht mal schön, mit so Zwillingsbereifung und besserer Achse. Ein Autoanhänger mit so Gartour-Reifen und ein bisschen umgebaut. Ja, also wenn da draußen Motte ist, dann schreibt am besten nur mit Kommentare. Der Hupe von dem Auto. Also ein bisschen umgebaut. Schon ich. So. Bloß wenn ich mich dran setze, dann dauert es Ewigkeiten. Genau, wie gesagt, 400 Monate. Hallo, du kannst es gar nicht. Aber dann könnten vielleicht mal die Räder in der Luft sein, weil... Weil Marvin baut gerne mit komischen Sachen. Hallo! Ins Spiel bringe ich trotzdem nicht eine, außer meine Map. Wenn ihr ja. Also wir suchen für so kleine Sachen erstmal Motte. Also müsst ihr kein Auto oder sowas bauen können. Wenn du oder ihr das auf könnt, dann ist das natürlich gut, aber. Oder sie. Oder sie, genau. Aber ich glaube, wir kümmern dann zu dir am Waldgrundstück.
und vielleicht mal noch ein bisschen aufgedreht und ein paar mehr PS. Du weißt, aber das könnte ich sogar noch. Aber lieber mach das kleine Mod fertig für uns. Weil das Problem zurzeit ist bei dem, was wir haben, der hüpft zu viel und hat zu wenig Leistung und geht so langsam, oder? Genau. Also es sollte nicht unrealistisch sein, halt ist klar, wenn der Guard-Tour zum Beispiel 130 läuft, dass das unrealistisch ist, aber wenn er so 80 geht, dann geht's nur. Aber halt keine 1000 km/h geht eh nicht, aber egal. Und keine 1000 PS. Ja. Wenn man so 90 PS vielleicht hat oder 80 und 80 km/h, dann ist das glaube ich schon gut. Mit Zwillingsbereifung. Dann muss er richtig schön einen Autoanhänger mit so Guard-Tour-Reifen und so ein John Deere-Skin drauf. Das wäre schon was Schönes, würde man sagen. Ach, wir waren da und da ist ein Baum gelegen. Okay. Also man muss sagen, der Autoverkehr hier ist sehr schlimm. Ja. Ui, da liegt Holz, das nehme ich mit. Andi? Wenn es das ist, was ich denke, dann bitte nicht. Die Schlauen unter euch werden wahrscheinlich schon wissen, wo wir herkommen. Die nicht so schlauen werden es irgendwann mehr. Wenn vielleicht sogar Bullock-Video kommen. Wir machen bis jetzt noch keine Werbung zu einem anderen Kanal, aber vielleicht. Du weißt wahrscheinlich, welchen Kanal ich meine. Ja. Das könnte ist auch so ein Gast und so. Und so. Ist nicht der größte YouTube-Kanal, aber macht Real-Life-Videos. Fängt nächstes Jahr an, zumindest. Was ist denn mit Hey. Geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Ich hab's gerade überschlagen. Das tut mir jetzt leid für mich. Ich weiß, wer neben dir sitzt. Mensch. Kannst du dann nicht sagen, dass das bloß ein Mensch ist? Hä? Achso. Eine Katze, Alter. Verfolgst du mich? Nee, ich wollte eigentlich den Baum fällen, aber... Baum fällt auf Adli. So, leider war es das mit dem ersten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut beim nächsten Mal rein. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Dann sage ich Tschüss. Tschüss.